Hallo ihr Lieben, heute geht es um Auswandern nach Schweden oder Norwegen mit Hund und Pferd. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ist das etwas frostig heute. Ich glaube auch, mein Atem friert so ein bisschen. Ja, wir werden sehen, wie das geht, ob ich nachher reingehen muss, wenn mir das zu kalt wird. Ja, Auswandern mit Pferd und Hund, das haben wir damals vor 22 Jahren nach Schweden schon mal gemacht. Und da war das alles recht simpel. Da gab es noch nicht so 1000 verschiedene Nummern, die man haben muss. Und ja, man brauchte auch noch keine Pässe und nichts. Also klar, man musste ein Gesundheitszeugnis haben. So ein paar Sachen gab es schon. Man musste sich beim Zoll melden. Aber sonst war es recht einfach. Heute sieht die Geschichte etwas anders aus. Mit Hund ist es noch relativ einfach. Also wir sind ja jetzt von Schweden nach Norwegen gegangen und da brauchten wir für den Hund, der Hund muss gechippt sein, der Hund muss einen EU-Haustierpass besitzen und wenn man nach Norwegen geht, muss der Hund auch vom Tierarzt eine Wurmkur bekommen und das muss in dem Haustierpass vermerkt werden. Und und wir mussten auch von Schweden nach Norwegen aus uns nicht beim Zoll melden oder irgendwie sowas. So, das war recht einfach. Kommt man aber von Deutschland und möchte nach Schweden oder Norwegen einreisen, muss man sich beim Zoll melden. Man braucht dann, ich habe jetzt die Liste hier, damit ich nichts vergesse. Der Hund muss gechippt sein, man braucht diesen EU-Haustierpass, der Hund muss eine Tollwutimpfung haben und wenn es nach Norwegen geht, zusätzlich auch diese Wurmkur haben. Wenn man nach Norwegen geht, muss man auch darauf achten, es gibt gewisse Hunderassen, die nicht eingeführt werden dürfen. Da muss sich dann bitte jeder selber schlau machen. Nach Schweden gibt es da keine Begrenzung, was die Hunderassen angeht. Was habe ich hier noch stehen, was man machen muss? Achso, nach Norwegen, wenn man von Deutschland auskommt, muss man die Einreise des Hundes auch beim Gesundheitsamt melden. Wenn wir von Schweden ausgekommen sind, mussten wir das nicht. Was die Einreise mit Pferden angeht, sieht das Ganze schon viel komplizierter aus. Und zwar, da ist es fast egal, ob man von Schweden aus nach Norwegen einreist oder von Deutschland aus nach Schweden nach Norwegen einreist. Ich glaube, der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass man von Deutschland aus die Tollwutimpfung noch zusätzlich haben muss bei den Pferden. Das braucht man von Schweden aus nicht. Aber sonst ist das Ganze wirklich kompliziert. Die Pferde brauchen erstmal einen Pass. Das wusste ich, deswegen hatte ich für Krümel, der ganz alt ist und als wir damals mit ihm noch von Deutschland aus ausgewandert sind, hatten wir noch keinen Pass. Für den habe ich also rechtzeitig noch einen Pass beantragt. Aber dann haben wir ja das kleine Fohlen Mikro bekommen. Und Mikro brauchte dann natürlich auch einen Pass. Das heißt, er musste erstmal gechippt werden. Und wer sich erinnert, ich bin nochmal nach Schweden zurückgegangen, um Mikro beizubringen, eingefangen zu werden, damit er auch gechippt werden konnte. Und das hat dann geklappt und dann hatte ich den Pass beantragt und es hieß, das dauert maximal einen Monat. Ja. Schön wär's. Es war wirklich nachher so, dass der Pass irgendwie ganz in allerletzter Minute tatsächlich noch gekommen ist. Aber wie gesagt, erstmal zu den Fakten. Die müssen gechippt werden und die brauchen einen Pass. Dann brauchen sie jede Menge Nummern. Also erstmal müssen Pferde in dem Land, in dem sie sind, registriert sein. Und man muss sie nachher auch in dem Land, in das man einreist, registrieren. Aber zusätzlich gibt es ein System, das nennt sich Traces und das ist europaübergreifend und es ist so, dass alle Tiere, die
ja, von einem Ort zum anderen transportiert werden. Das muss mit 1000 Nummern in diesem Traces registriert sein. Und zwar muss der Hof, von dem die Pferde aus abreisen, muss registriert sein. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt ein Betrieb ist, ein geschäftlicher, oder ob man Privatperson ist. Und bitte wirklich glaubt mir, auch wenn da fast überall steht, dass es bei Traces um Betriebe geht, es stimmt nicht. Ich bin da drauf reingefallen, ich habe gelesen, es steht Betrieb wirklich, in der schwedischen Seite auch, es steht, Betriebe brauchen eine Traces-Nummer. Als ich das dann gemerkt habe, irgendwann, dass Privatpersonen das auch brauchen, da war es fast schon zu spät, habe ich zu denen gesagt, aber das kann doch nicht angehen, da steht Betriebe. Ja, das steht da verkehrt. Schön. Also, der Betrieb, also der Hof, wo das Pferd steht, auch wenn das noch so privat ist, muss registriert sein in Traces. Der Hof, auch wenn der noch so privat ist, dort wo das Pferd hinkommt, ob das jetzt noch in Schweden oder in Norwegen ist, muss ebenfalls in Traces registriert sein. Und beides bekommt eine Nummer. Dann muss derjenige, der die Pferde transportiert, sich als Transporteur bei Traces registrieren und braucht ebenfalls eine Nummer. Und dann muss man noch, derjenige, der die dann transportiert, der muss dann auch noch eine Nummer haben für zwischen den Höfen, damit man das auch verfolgen kann, wo die lang gehen oder langfahren. Und jeder Stopp muss registriert werden. Und diese Nummern, die braucht man wirklich, sonst bekommt man das ein Gesundheitszeugnis, nicht das, was man haben muss. Also man braucht noch vom Veterinär ein Gesundheitszeugnis. Und dort müssen alle diese Nummern, von denen ich gerade geredet habe, inklusive der Chip-Nummern und der Pass-Nummern der Pferde eingetragen werden. Und dann muss sie noch das Pferd untersuchen, ob das halt auch gesund ist. Und dieses Gesundheitszeugnis darf nicht älter als 24 Stunden sein, bevor man abreist. Aber gültig ist es 10 Tage, weil es kann ja sein, dass die Reise lang ist. Aber es ist halt alles sehr knapp bemessen, 24 Stunden, ja, und alle Nummern müssen stimmen, und wenn die nicht stimmen, ja, dann hat man vielleicht eine Transportfirma organisiert, so wie wir, und man muss alles wieder absagen, weil irgendwelche Nummern in diesem Traces-System nicht stimmen. So, es ist nicht ganz ohne, kann ich sagen. Und ich bin auch mal gefragt worden, wie das ist, wenn man mit Ziegen auswandert. Also ich kann nur sagen, lass die Finger davon, weil die brauchen das auch alles, und die müssen dann auch noch in Quarantäne. Und wie das ganz genau funktioniert, ich bin da nicht ganz durchgestiegen, aber ich kann nur sagen, also die müssen in Quarantäne, und die Quarantänebestimmungen sind wirklich hart. Also Paarhufer mitnehmen macht meines Erachtens wirklich keinen Sinn. Und beim Zoll melden muss man sich mit den Pferden natürlich auch noch. Soweit dazu, und jetzt so ein bisschen, wie die Pferde zu uns gekommen sind und meine Geschichte, wie das bei uns so gelaufen ist. Die Pfähle für den Zaun für die Pferde habe ich hier schon aufgestellt. Das wird der Auslauf. Und jetzt muss ich hier noch ein bisschen Draht unten anbringen, damit die Kleinen da nicht unten durchgehen können. Und die Litzen natürlich noch. Und hier hinter, hier kommt eine Pforte, da kommt dann noch eine größere Weide abgesteckt. Die geht dann hinter meinem Gemüsegarten runter bis an die Straße. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt kann ich im Stall weitermachen. So, das ist sehr dunkel hier im Stall. Die Fenster sind fast komplett zu. Hier hinten auch. Also das muss man mal aufmachen und Fenster reinsetzen. Hier ist eins drin.
Und schon ist es auch ein bisschen heller. Ja, hier drin, ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas sieht, ist alles voller solcher dicker Placken. Also das ist teilweise 10 bis 20 cm hoch, dick gepackt. Ich glaube, man sieht das überhaupt nicht, ne? Ich zeige euch das draußen, da habe ich schon einiges rausgekarrt. So, hier kann man das sehen. Da habe ich schon so richtig viel. Das war natürlich staubig, jetzt ist es voll geregnet. So sieht das ein bisschen besser aus. Das ist dick fest getrampelter, gepackter Pferde- und auch Schafsmist. Mit ein bisschen Heustroh zwischen. Das muss ich komplett da rausholen, damit die Ponys da in einen sauberen Stall einziehen können. Und Andreas muss da ein bisschen Licht reinlegen. Ja, und ich habe beschlossen, hier da einfach ein Beet zu bauen für Kürbisse und Zucchini da draus. Das ist ja perfekter, lange abgelagerter Mist. Ich habe das jetzt alles ausgemistet hier und das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Da muss ich jetzt hier auf der anderen Seite, da sieht man, da ist noch jede Menge Gerümpel. Irgendwann muss ich das auch aufräumen, aber der Stall soll nur bis hier gehen. So, hier muss ich jetzt eine Abgrenzung bauen. Und das ist der komplette Haufen, den ich da rausgeholt habe aus dem Stall. Und da hinten auch noch ein bisschen was, das habe ich als Deckmaterial benutzt. Das ist echt dunkel hier drin. Ich baue hier hinter mir jetzt was total Provisorisches zusammen aus Material, das ich hier finde auf dem Hof, Reste. Es ist mir egal, wie es aussieht. Es soll nachher nur sein, dass die Ponys in diesem Teil des Stalles bleiben. Mehr soll das nicht halten. Fertig, nicht schön, aber funktionstüchtig. Hier die Strippen habe ich damit, warum sieht man das denn jetzt nicht? Die Strippen habe ich, damit ich das aufmachen kann und rübersteigen kann. Unten das Brett, damit die Pferde da nicht versuchen drunter zu gehen. Jo, eigentlich glaube ich nicht, dass sie da hinten rein wollen. Da ist ja nichts. Wieso stellt er das denn immer unscharf? Ja, egal. Ja, Udin, kommst du nicht mehr durch? Ich habe mir meine Lampe jetzt da einfach oben angehängt und schon habe ich Licht im Stall. Besser als vorher. Das ist natürlich ein Provisorium. So, irgendwann wird Andreas hier vernünftig Strom reinlegen. Oder es ist schon Strom da, irgendwie kommt nur keins an. So, er muss sich das mal angucken irgendwann. Wenn er hier ist und Zeit hat, das dauert noch. Das sieht doch schon ganz gemütlich aus, bis auf das flackernde Licht, was man aber tatsächlich nur in dem hochauflösenden Video sieht. Das sind diese LED-Lampen. Wenn man die filmt vernünftig, dann flackert das. Aber sonst sieht das gut aus. Da hinten muss ich noch Wasser hintragen und dann können die Ponys kommen.
ich habe ja dann die sämtlichen Zäune gebaut und den Stall vorbereitet und im Prinzip war alles soweit fertig. Wir haben nur auf den Pass von Mikro gewartet, der einfach nicht kam. Und das mit den Traces-Nummern habe ich dann erfahren, als ich dann den Tierarzt, sagen wir mal, 2 Wochen vorher anrief, weil man muss ja dann rechtzeitig, war mein Gedanke, rechtzeitig anrufen, damit man dann auch einen Termin bekommt, damit die dann auch Zeit haben, wenn es soweit ist. Und die erzählt mir dann, ja, hast du denn die Traces-Nummern? Ich so, wieso, da steht, das brauchen nur Betriebe. Ja, das stimmt so nicht. Das heißt, dann habe ich da angerufen, beim Jodbritzwerke, also das ist ja eine Art Gesundheitsamt für die Tiere in Schweden. Ja, das ist tatsächlich so, also jeder Privatmensch braucht das. Und dann bin ich rotiert, wirklich. Also sämtliche Nummern, ich wusste, dass ich das in Norwegen eine Nummer brauche, weil da stand das tatsächlich, dass ich eine Nummer brauche, um die hier zu registrieren. So, das hatte ich beantragt, aber das war auch noch nicht gekommen, obwohl ich das vorher beantragt hatte. So, ich musste überall hinterher telefonieren und hinterher schreiben und es hat ewig gedauert, aber es hat letztendlich geklappt. Die letzte Nummer habe ich den Tag bevor es losging, bekommen, aber der Pass war immer noch nicht da. Da habe ich auch hinterher telefoniert und es waren schon fast 2 Monate vergangen. Die hatten gesagt, es dauert maximal 1 Monat, bis der Pass fertig ist. Und ich hatte eine Transportfirma bestellt, denn die Reise nach Norwegen ist doch sehr lang. Und ich wollte, dass das gerne professionell erledigt wird, weil man zwischendurch auch noch anhalten muss. Man muss zwischendurch die Pferde abladen und irgendwo unterkommen. Und das muss alles registriert sein. So, ja. Das hat nachher auch wirklich gut geklappt. Also die Transportfirma war super. Also die hat gar kein Problem gemacht. Die hat mir sogar noch geholfen. Mit allem drum und dran, was da noch schief gelaufen ist. Und zwar war das dann so, dass der Pass dann ankam. Aber der kam per Einschreiben an. Das heißt, an mich. Und es wurde mir nicht gesagt, dass der per Einschreiben ankommen würde. Und die wussten, dass ich schon in Norwegen bin. Die hätten das ja dann auch mal erzählen können. Das heißt, ich konnte das nicht abholen. Ich war ja in Norwegen. Also wieder da anrufen, weil mein Mann durfte das ja da nicht abholen. Auch mit Vollmacht ging das nicht, egal was wir probiert haben. Also da wieder anrufen, ob die die Adresse, also den Empfänger verändern können. Ja, das können sie, kostet nochmal extra, dauert dann auch nochmal einen Tag länger. Und es wurde immer knapper, denn wir wollten die Pferde unbedingt und die Firma auch, die Transportfirma, unbedingt im Oktober noch transportieren, denn im November könnten schon in Norwegen die Pässe gesperrt werden, je nachdem wie da die Wetterlage ist. Und es kann halt auch gefährlich sein, dann mit Transport zu fahren, also mit Pferden, das muss ja nicht sein. Und dann wäre das nächste Fenster erst im Frühjahr. Letztendlich war das dann so, dass sie den Empfänger verändert haben. Und mein Mann konnte den Pass holen an dem Tag, an dem dann auch die Tierärztin kam. Wir haben einfach gechanced, wir haben gehofft, dass es klappt. Sämtliche Nummern bis auf eine war zusammen. Die letzte habe ich dann auch noch gekriegt auf den letzten Drücker. Die Tierärztin kam und alles hat tatsächlich gestimmt, sämtliche Nummern. Und der Pass war tatsächlich da, den sie ja dann auch brauchte, weil sie muss das checken. Ohne darf sie dann das Gesundheitszeugnis nicht ausstellen. Es hat geklappt. Die Firma hat das auch hingekriegt, dann kurzfristig dann in den nächsten 24 Stunden zu kommen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also die saßen auf Abruf bereit und normalerweise bucht man sowas vorher. Also die waren wirklich super, also ganz toll. Ja, und dann sind die Pferde abgeholt worden, alles verladen, mein Mann hat das gemacht und das war auch super und es ging los. Und abends bekomme ich dann ein Telefonat. Unser Fahrer von der Firma, unser Fahrer steht an der Grenze in Norwegen am Zoll und kommt nicht weiter, es fehlen Papiere. Ich so, was fehlen denn jetzt noch für Papiere? Ja, der Zoll hätte mir eine E-Mail geschickt mit Papieren, die ich ausfüllen muss. Also erstmal hatten die mir keine E-Mail geschickt und zweitens hatte ich ja vorher in Erfahrung gebracht, dass ich, wenn ich umziehe mit Pferden, keinen Zoll bezahlen muss. Aber offensichtlich muss man trotzdem da ein paar Papiere ausfüllen, damit das dann auch klar ist, dass ich umziehe, obwohl ich die Papiere schon mit hatte, dass ich umziehe. Und ja, wie auch immer, die haben dann gesagt,
hier, die haben mir das dann geschickt. Und dann ruf bitte die und die Frau an, die muss das dann bearbeiten. Das habe ich dann gemacht, habe das vorher alles ausgedruckt, zum Glück habe ich einen Drucker, habe das alles ausgedruckt und ausgefüllt und die Frau angerufen und die sagt dann, ja, aber ich arbeite nur noch 7 Minuten. Ich so, ja, ist ja schön. Ich schicke dir das aber in 5 Minuten. Ich bin sofort fertig. Zum Glück habe ich auch einen Scanner. Und habe das dann eingescannt und habe das per E-Mail geschickt, die Frau nochmal angerufen und gefragt, ob sie das bekommen hat. Ja, hatte sie. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Weder von der Frau noch von der Transportfirma. Und ich habe da auch so auf Kohlen gesessen. Letztendlich habe ich dann nochmal angerufen bei der Firma und gefragt, was ist es denn nun mit den Pferden? Ja, der Fahrer fährt gerade über die Grenzen, alles ist okay, alles ist richtig, alles ist super, die fahren weiter. Der wird heute Nacht dann irgendwo in Norwegen übernachten, das ist dann geplant. Und er kommt dann am nächsten Tag bei mir dann hier an. Wunderbar, soweit, so gut. Hier baue ich gerade noch eine Weide. Also ich hatte ja einen Auslauf hier gemacht. Und hier hinter kommt die Weide bis runter zur Straße. Und später irgendwann können die auch alles benutzen. Aber dafür muss ich da unten noch was abteilen. Ich bin fertig mit dem Auslauf im Anschluss an den Stall da hinten und mit einer anschließenden Weide. Vielleicht bin ich ein bisschen schnell gedreht. Die geht dann ganz unten bis an die Straße. Ja, der Auslauf und eine abgesteckte Weide für die Pferde sind fertig. Jetzt fehlen nur noch die Pferde. Heute ist Sonntag und ja, eigentlich wollte die Firma nächste Woche die Pferde bringen, also abholen in Schweden und dann hierher bringen. Nur der Pass von Mikro ist immer noch nicht da. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe da noch mal eine E-Mail hingeschrieben heute, die müssten sie ja dann morgen früh kriegen. In der Hoffnung, dass die dann die Namensänderung vornehmen lassen, damit Andreas dann jetzt endlich den Pass abholen kann, damit dann auch der Veterinär kommen kann und das absegnen kann, damit danach dann die Firma kommen kann und die Pferde holen kann und hoffentlich heil hierher bringen kann. Ich bin sehr gespannt, ob das alles noch klappt. Was man sehen kann, jetzt fängt es gerade wieder an zu regnen, aber es hat jetzt ein paar Tage nicht geregnet. Ja, und dann sind im Prinzip die Wasserfälle so gut wie weg. Klar, da sind noch ein paar Rinnsale, wenn man genau hinguckt, ne? Aber die heftigen Wasserfälle sind weg und dementsprechend ist es auch leise. Ja, man hört die weiter entfernten Wasserfälle noch, die größeren. Aber trotzdem, es ist ein Unterschied. Aber ich finde beides total schön. Einmal die Stille ist herrlich, aber auch der Ausblick, wenn dann die Wasserfälle da sind, ist auch herrlich. Ja, und dann kam der Tag der Ankunft, der nächste Tag. Ich musste noch ein bisschen Wasser in den Stall bringen. Stall und Weide waren ja fertig. Und ich musste noch einmal losfahren, ein paar Schellen besorgen, damit ich die Batterie anschließen konnte an das Weidezaungerät. Denn das Netzgerät hatten wir ja noch in Schweden, so das musste mein Mann mitbringen. Und ich hatte morgens eine Waschmaschine angestellt im Keller und gehe nach unten und will Wasser holen. Und das ist schon wirklich, man hat das schon gehört. Ich sage, was ist denn jetzt? Ist die Waschmaschine, die neue Waschmaschine kaputt? Ich gehe rein, Keller unter Wasser. Nein, das war nicht die Waschmaschine, es war die neue Pumpe. Ich hatte ja eine Brunnenbohrung gemacht und das Überdruckventil von der Pumpe, das schoss da nur so raus. Und ich habe versucht, die Pumpe auszustellen, da sind mehrere Hebel, da hat sich nichts getan. Also habe ich den Klempner angerufen, die das installiert haben.
ja, du musst den Hebel ausstellen. Ja, habe ich schon gemacht. Ja, dann den habe ich auch schon gemacht. Ja, letztendlich habe ich nachher die Hauptsicherung rausgedreht oben im Haus und hatte dann gar keinen Strom, bis dann der Klempner kam und sich das angeguckt hat. Da kam tatsächlich recht schnell, weil der war in der Nähe. Und der hat dann festgestellt, das ist ein elektrisches Problem und vermutete schon, dass der Elektriker da was falsch gekoppelt hat. Aber wir wussten es noch nicht. Wie man vielleicht sehen kann, ist ja alles nass. Zumindest steht es nicht mehr unter Wasser. Da ist irgendwas kaputt an all dem neuen Wasserpumpe. Ja, das lief hier nur so raus da unten. Hier stand ja alles voller Kartoffeln. Ja, ich musste die dann in rasender Geschwindigkeit hier in Sicherheit bringen. Die sind natürlich trotzdem nass geworden. Und jetzt ist es so, dass ich warten muss auf einen Elektriker. Denn irgendwas ist mit dem Ding hier kaputt. Also ich habe das jetzt ausgeschaltet. Also eigentlich sollte man das bei dem hier ausschalten können, die Pumpe, und das geht nicht. Und hier ist irgendwas, also der Rohrleger, wie heißt denn das auf Deutsch? Naja, der Klempner war hier und sagte, dass er ist ziemlich sicher, dass es daran liegt. So, jetzt ist es hier aus. Ich kann inzwischen durch Anmachen Druck aufbauen, weil im Moment funktioniert es. Aber ja, ich weiß ja nicht, wann es plötzlich nicht mehr funktioniert. Naja, mal gucken, wie das weitergeht. Das heißt, Elektriker sollte dann irgendwann kommen. Irgendwann. Ich sage, so habe ich denn Zeit, kurz nochmal loszufahren? Ja, das ist kein Problem. So, ich schnell losgefahren, diese Schellen besorgt, komme nach Hause, wollte zumindest noch was frühstücken, weil das hatte ich ja alles noch nicht geschafft. Und dann die Schellen und dann den Strom anschließen, dann kommen die Pferde. Viel früher, als ich dachte. Gut, Pferde ausladen und das zeige ich euch jetzt einfach mal ein bisschen. Meine Pferde sind da. Und ich habe jetzt halt die Handykamera, denn ich muss sie auch schnell in die Tasche stecken können. Ich kann jetzt nicht mit der großen Kamera und dem Stativ hier rumhantieren. Aber ich dachte, ich will natürlich trotzdem was zeigen davon. Das ist der Fahrer, der meine Ponys hergebracht hat. Und alles ist gut gegangen. Jetzt sind sie hier in dem kleinen Auslauf und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wir hatten die Pferde ausgeladen und gerade wirklich da reingebracht. Ich habe immer noch keinen Strom auf dem Zaun gehabt. Da kommt der Elektriker. Der Hof voll. Und der Elektriker sagt, du schaffst du das alleine da unten? Ich habe sowieso keine Ahnung von Elektrik. Ja, er sagt, kein Problem, ich mache das schon seit 35 Jahren. Wenn ich den Fehler nicht finde, dann findet den keiner. Und so war das auch, als ich dann endlich fertig war mit den Pferden und mit den die Papiere, mit dem Transporteur und da noch ein bisschen reden und Ausmisten des Hängers und so weiter. Da war dann auch der Elektriker fertig und sagte dann tatsächlich, das ist eine... das ist eine Beanstandung, also da muss ich nichts bezahlen. Das war verkehrt angeschlossen, das hat er jetzt richtig angeschlossen. Aber na gut, Keller nass, alle Kartoffeln nass. Ich hatte die ganzen Kartoffeln ja gerade erst reingebracht, alles nass. Na gut, auf ein neues. Danach habe ich dann, als alle weg waren, in aller Ruhe dann noch den Strom angeschlossen. Glücklicherweise hatten die das noch nicht verstanden, dass da kein Strom drauf ist. Es war aufregend, es ist halt nicht ganz einfach mit Pferden umzuziehen. Aber es hat geklappt, sie sind hier, sie sind glücklich, der Hund ist hier, alle verstehen sich gut und ich bin auch glücklich. Und jetzt friere ich. Das ist ganz schön kalt hier zu sitzen und euch was zu erzählen. Und ich glaube, ich sehe das nicht so richtig in dem kleinen Fenster, aber ich glaube jedes Mal, wenn ich ausatme, weil es so kalt ist, seht ihr das kurz verschwommen? Das sehe ich nachher. Aber gut, es ist so, es ist kalt, frostig und es ist Winter. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Da geht es dann ein bisschen um die dunkle Jahreszeit hier in Norwegen. Okay, alles Gute und bis denn. Ciao.